Ich rufe auf den Einzelplan 17. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 1616 und 1626. Die Berichterstattung haben die Abgeordneten Bruno Höhnel, Elisabeth Kaiser, Paul Lehrieder, Claudia Raffelhüschen, Ulrike Schielke-Ziesing und Dr. Gesine Lötsch inne. Zu dem Einzelplan 17 liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU-CSU vor. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich bitte zügig, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Paul Lehrieder für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! In meiner Brust schlagen seit Kurzem zwei Herzen. Ich bin zum einen seit meinem Einzug in den Bundestag im Jahr 2005 Familienpolitiker mit Leib und Seele und darf zum anderen seit Kurzem auch den Haushalt des Ministeriums begleiten. Diese Verantwortung beinhaltet immer auch einen Spagat von inhaltlich gut und richtig auf der einen Seite und solide finanziert auf der anderen Seite. Daran müssen Sie sich, daran muss sich auch dieser Haushalt messen lassen. Wenn ich mir nun diesen Haushalt ansehe, dann kommt es bei beiden Herzen zu einer Rhythmusstörung. Soll das der künftige Weg sein, den Sie für die Familien, Frauen, Senioren und die Jugend in unserem Lande gehen wollen? Wir haben uns als Union in der letzten Wahlperiode mit Unterstützung der SPD in der ganzen Bandbreite für die Menschen dieses Landes eingesetzt. Von der finanziellen Förderung von Familien, der Unterstützung bei der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Förderung von fairen Chancen von Frauen und Männern, dem Schutz und der Verbesserung von Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, über die Unterstützung älterer Menschen für ein aktives Leben bis hin zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Das hätte die Ampel als Blaupause nehmen sollen. Schaut man sich stattdessen an, was bisher als Gesetzentwurf aus dem Ministerium gekommen ist, dann scheint es so, als läge das Haus noch immer im Dornröschenschlaf. Die Realisten unter uns würden sagen, okay, besser wenig machen als zu viel Falsches. Aber wie stärken wir unsere Familien? Was tun wir, um die Chancen unserer Kinder zu verbessern? Wo entlasten wir Familien oder Alleinerziehende? Davon sehe ich im Familienetat leider viel zu wenig. Und das kritisieren wir von der CDU-CSU völlig zu Recht. Daher haben wir als Unionsfraktion in den Haushaltsberatungen beispielsweise eine deutliche Beschleunigung des Kinderbetreuungsausbaus gefordert, sowie eine Aufstockung der Sprachkitas. Sie alle wissen, dass Spracherwerb der Schlüssel für die Integration in das gesellschaftliche Leben und der Grundstein für den späteren Erfolg in Bildung und Beruf ist. Fehlende sprachliche Kompetenzen bei Kindern beeinträchtigen den weiteren Bildungsweg und die Integration erheblich. Wir könnten hier so viel mehr für die ukrainischen Kinder tun, die zu uns geflüchtet sind. Weiterhin fordern wir, dass die Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher aufgestockt wird. Gute Fachkräfte sind der Dreh- und Angelpunkt der frühen Bildung und Integration. Das ist eine Notwendigkeit, vor der man nicht die Augen verschließen darf. Zusätzlich gibt es einen immensen Bedarf, derzeit offene Stellen zu besetzen. Diesen Umstand hätten Sie berücksichtigen müssen. Neben anderen Maßnahmen verliert die Union aber auch gemeinnützige Träger wie Schullandheime nicht aus dem Blick, die in der Jugendbildung eine wichtige Rolle spielen. Durch die Pandemie sind deren Reserven aufgebraucht. Sie benötigen daher weitere Unterstützung. Dafür hat sich die Union in den Beratungen ebenfalls eingesetzt. Die Ampel ignoriert den Bedarf. Weiterhin haben wir zusätzliche Mittel für die Stiftung Frühe Hilfen gefordert. Frühe Hilfen stellen niedrigschwellige und freiwillige Angebote für werdende Eltern und Familien mit kleinen Kindern bis zum Alter von 3 Jahren in belastenden Lebenslagen dar. Wir können hier rechtzeitig etwas für die Schwächsten in unserer Gesellschaft tun und helfen gleichzeitig Eltern, wenn zum Beispiel eine Überforderung eingetreten ist oder sich ankündigt. Stärkung und Ausbau bei der Kinderbetreuung, Familien helfen und Alleinerziehende entlasten. In all diesen Punkten hätte ich von Ihnen deutlich mehr erwartet.
Stattdessen hören und lesen wir aller Tage etwas über das Demokratiefördergesetz, das noch dieses Jahr kommen soll. Meinen Sie ernsthaft, Sie setzen damit die richtigen Schwerpunkte? Ich appelliere deshalb besonders an die Kolleginnen und Kollegen der FDP. Es kann nicht Aufgabe des Staates sein oder der Sinn von Familienpolitik sein, NGOs flächendeckend und dauerhaft als gesetzliche Leistung zu finanzieren. Schauen Sie da bitte noch mal genau hin. In der Vorbereitung haben Sie vom ersten zum zweiten Regierungsentwurf bereits die Mittel für das Programm Demokratie Leben kräftig erhöht, ungeachtet der Tatsache, dass die Mittel bisher nur sehr zögerlich abgerufen worden sind. Das Geld hätte man anders definitiv sinnvoller und besser investieren können. Ohne Frage, jede Form von Extremismus, ob von links kommt, religiös motiviert ist oder ab von rechts, ist verabscheuungswürdig. Da stimmen Sie mir sicher zu. Aber dennoch muss bei einem entsprechenden Programm auch darauf geachtet werden, dass nicht nur die Programmbeschreibung wohlklingend formuliert ist, sondern dass gegen die Feinde unserer Demokratie ausgewogen, anstatt wie jetzt eher einseitig, Maßnahmen ergriffen werden. Zusammengefasst, Sie haben die wichtigsten Kernthemen nicht genug im Blick. Andere Gruppen, wie zum Beispiel die Seniorinnen und Senioren dieses Landes, die vergessen Sie fast ganz. Denken Sie an die fehlenden 300 Euro beim Energieentlastungspaket. Bitte in Zukunft auch auf die Senioren schauen. Auch die haben Hilfe verdient. Stattdessen versuchen Sie, andere Bereiche in den bereits jetzt schon sehr großen Block der gesetzlichen Leistungen zu überführen und erhöhen gleichzeitig noch zusätzlich die Planstellen des Ministeriums. Um sage und schreibe 90,5 Planstellen wurden die Personalstellen des Ministeriums erhöht. Frau Baus, viel Spaß mit Ihren neuen Mitarbeitern. Das ist weder gute Familien- noch solide Haushaltspolitik und wird unseren Ansprüchen schlichtweg nicht gerecht. Deshalb schauen Sie sich das noch mal an und wie gesagt, alles Gute Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen. Danke. Das Wort hat der Abgeordnete Bruno Höhne für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, John Lennon sagte einst, Leben ist das, was passiert, während wir andere Pläne schmieden. Ja, wir können die schönsten Pläne für den Haushalt machen, aber sie müssen in einem anderen Licht betrachtet werden, wenn ein autokratischer Herrscher sein Nachbarland überfällt und Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat zwingt. Selbstverständlich muss eine Bundesregierung darauf adäquat reagieren, und zwar auf allen Ebenen und in allen politischen Bereichen. Genau das tut diese Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Verantwortung, die wir gemeinsam für die Ukraine haben, durchzieht den gesamten Bundeshaushalt bis in den letzten Haushaltstitel, und das ist richtig und wichtig so. Die Aufgabe des BMFSFJ war und ist es nun, denjenigen zur Seite zu stehen, die alles verloren haben, die ihre SchulkameradInnen verloren haben, ihr Kinderzimmer und ja, ein Teil ihrer Kindheit oder Jugend. Sie kommen an in einem Land, dessen Sprache sie nicht sprechen. Sie haben Bomben überall zu Hause fallen und Menschen sterben sehen. Ich möchte hier auch noch mal ausdrücklich die Chance nutzen und allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland für ihr Engagement in den letzten Monaten danken. Danke, dass Sie Ihre Türen geöffnet haben für Menschen in der Not. Danke, dass Sie gespendet haben, Geld, Kleidung, Nahrungsmittel. Ich freue mich, dass ich in einem Land lebe, dessen BürgerInnen so warmherzig, so weltoffen und so hilfsbereit sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt unsere Pflicht als Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Ländern dafür zu sorgen, dass den Menschen, die bei uns unterkommen, eine echte Chance auf einen Neustart geboten wird. Und da sind eben auch die Länder in der Pflicht, mehr zu tun als bisher. Wir haben als das BMFSFJ in diesen Zeiten mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet. Wir wissen, wir können nicht gegen die Krise ansparen. Wir brauchen eine aktive Haushaltspolitik und das eben auch in den Ländern jetzt. Wir haben den Kinder- und Jugendplan im Vergleich zu 2021 um rund 66 Millionen Euro aufgestockt auf 300 Millionen Euro. Dabei haben wir ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Frauen gelegt.
Es gibt zusätzliche Mittel für schwangere Frauen in Not und es wird eine Koordinierungsstelle für Waisenkinder geben. Denn es gehört eben auch zu den Schrecken des Krieges, dass gerade die Schutzbedürftigsten am frühesten und am stärksten leiden. Und daher ist diese Koordinierungsstelle so wichtig, gerade um schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass den Kindern das Ankommen und Weiterleben hier bei uns überhaupt ermöglicht werden kann. Genau das stellen wir über diesen Einzelplan 17 sicher und das sollte nicht untergehen. Wir haben einiges erreicht, auch noch mal im parlamentarischen Verfahren. 8 Millionen Euro mehr für die Jugendmigrationsdienste, 3 Millionen Euro mehr für die Jugendverbandsarbeit und damit für gerechte Teilhabe Jugendlicher an der Gesellschaft. Die Respect-Coaches, die an Schulen zu den Themen Demokratieverständnis, Toleranz oder Extremismusprävention arbeiten, fördern wir mit 15 Millionen Euro zusätzlich. Und auch bei der psychosozialen Beratung, bei den psychosozialen Zentren, eine Aufgabe, die in den letzten Jahren massiv vernachlässigt wurde, stellen wir jetzt die notwendigen Haushaltsmittel bereit. Das sind alles noch mal wichtige Haushaltsposten, die langfristig wirken und so manche Altlast beseitigen. Und natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch eine andere Krise in unserem Bewusstsein, die über diesen Einzelplan adressiert werden muss. Die Folgen der Corona-Pandemie sind eben noch längst nicht überstanden. Kinder und Jugendliche mussten die letzten 2 Jahre besonders unter den Einschränkungen leiden. Das BMFSFJ stellt daher 272 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Folgen im familiären Bereich zur Verfügung. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes Investitionen in unsere Zukunft. Und natürlich werden bei Haushaltsverhandlungen auch die verschiedenen Prioritäten der einzelnen KoalitionspartnerInnen deutlich. Das ist selbstverständlich. Ich möchte hier nicht verhehlen, dass wir uns als Grüne mehr Unterstützung auch aus dem Finanzministerium gewünscht hätten, vor allem mit Blick auf die Finanzplanung. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist eines der wichtigsten Ziele unserer Politik. Und das Fundament dafür, das liegt eben im Familienministerium. Unsere Demokratie, das friedliche Zusammenleben aller hier lebenden Menschen muss unbedingt geschützt und ja auch gefördert werden. Das klappt aber eben nicht mit Lippenbekenntnissen. Dafür müssen Förderprogramme finanziell auch langfristig gut ausgestattet sein. Kinder, Jugend, Familie und gesundes Altern, das ist nicht nachrangig, das ist der Kitt, der Gesellschaft zusammenhält. Und deswegen müssen wir alle die Familienpolitik zu unserer gemeinsamen haushaltspolitischen Priorität machen. Das geht vor allem auch an den Finanzminister. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, was es haushälterisch dann eben doch für einen Unterschied macht zwischen der Vorgängerregierung mit der Union und der jetzigen Regierung ohne die Union. Seit Jahren sind Demokratieförderprogramme unterfinanziert, das wissen Sie. Aber dass Sie eben gerade jetzt im parlamentarischen Verfahren bei Programmen kürzen wollen, wie Menschen stärken Menschen oder Demokratie leben, das ist nicht zu verstehen. Und das macht deutlich, dass Sie nicht verstanden haben, welche Bedeutung Maßnahmen der Extremismusprävention und der Demokratieförderung für unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft haben. Nein, liebe Union, wir nehmen die Förderung einer lebenswerten Gesellschaft der vielen sehr, sehr ernst. Und die Menschen in Deutschland können sich darauf verlassen, dass wir als Ampelkoalition, dass wir als Grüne konsequent dafür arbeiten und dafür kämpfen, dass Kinder gerechte Chancen haben, dass sie keine Armut erleben müssen und dass sie diskriminierungsfrei aufwachsen können. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns alle hier fraktionsübergreifend einig, dass die Familie das A und O unserer Gesellschaft ist. Und obwohl uns diese Einschätzung eint, zeigt ihre konkrete Politik, etwa wenn es um das Finanzielle geht, sehr schnell, dass es fundamentale Unterschiede gibt zwischen dem Gesagten und dem Konkreten. Ich habe bereits das bei der ersten Lesung gesagt und ich sage es noch einmal, 600 Millionen Euro weniger für den Familienetat ist angesichts der Lage, in der wir uns derzeit befinden, ein fatales Signal. Gerade jetzt, inmitten der größten Inflation seit Jahrzehnten und nach 2 Jahren Pandemie. Mir scheint es, als ob bei der rot-grünen Ampel die Verbindung zur Realität vollkommen abhanden gekommen ist. Anders kann ich mir diesen Haushalt nicht erklären.
Meine Fraktion und ich können uns auch nicht erklären, wieso Sie gleichzeitig Ausgaben für völlig ideologische Projekte erhöhen, aber bei wichtigen Ausgaben plötzlich sparsam unterwegs sind. Es sollte gerade andersherum laufen. Wir sind in einer Krise. Es ist an der Zeit, die Prioritäten anders zu setzen. Lassen Sie es mich einmal mit konkreten Beispielen anschaulich machen. Unter dem berühmten Titel Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie findet man Projekte wie mehr Chancenpatenschaften, Impulspatenschaften, Vitamin-P-Chancenpatenschaften im Übergang zwischen Schule und Beruf, Reset, neue strategische Kommunikation zur Neusetzung des Islam-Narrativs in Deutschland und so weiter. Insgesamt sind es mehrere hundert Projekte, dotiert mit mehreren hundert Millionen Euro. Fast alle dieser Projekte haben eine nahezu identische Beschreibung. Das heißt, hat man eine gelesen, hat man fast alle gesehen. Das Prinzip läuft ganz einfach. Eine schöne bunte Internetseite mit vielen Stockfotos erstellen, eine Broschüre mit vielen Buzzwörtern wie Netzwerk, Koordinierung, Engagement und Brückenbauen schreiben, dabei ganz, ganz viel gendern und voilà, Sie haben sich für die Förderung qualifiziert. Ob es einen Mehrwert gibt, egal. Dazwischen finden sich dann auch dubiose Stiftungen wie die Antonio Amadeo Stiftung mit mittlerweile einem Jahresbudget von 5 Millionen Euro, die sich offensichtlich im Selbstbedienungsladen des Familienministeriums sehr gut auskennen. Und diese Strukturen werden Jahr für Jahr mit immer mehr Geld freudig finanziert. Ähnlich läuft es auch unter anderen Titeln, wie etwa bei der Qualifizierungsoffensive. Da heißen Patenschaften eben Respektcoaches. 23 Millionen werden dafür Fachkräfte der Jugendmigrationsdienste ausgegeben, die das machen, was die eigentliche Aufgabe von Lehrern und Eltern ist. Respekt und Toleranz ist nicht etwas, wofür wir noch zusätzliche und neue staatliche Strukturen brauchen. Zumal darunter ganz viel Indoktrinierung über Gender, weiße Privilegien oder Ähnliches getätigt wird. Nebenbei bemerkt, all das soll dann an kaputtgesparten Schulen stattfinden, finde den Fehler. Verstehen Sie mich nicht falsch, eine lebhafte Zivilgesellschaft ist durchaus erstrebenswert. Nur das Ausmaß, das diese sogenannten NGOs mittlerweile einnehmen, die Einseitigkeit dieser Projekte und die vollkommene Kontrolllosigkeit sprengen jeglichen Rahmen. Da wäre ein erhebliches Einsparpotenzial vorhanden. Das haben wir als AfD gefordert, leider vergebens. Was machen Sie? Sie geben dort noch mehr Geld aus. Das ist Klientelpolitik und nicht Politik für die Familien in unserem Land. Auch bei der Förderung der, Achtung, nicht parteipolitischen Aufgaben der Jugendorganisation politischer Parteien legen Sie nach. Das heißt, Linksjugend, Grüne Jugend, Jusos und Co. bekommen Steuergeld für ihre nicht parteipolitische Arbeit. Ein Unwort in sich. Anstatt das Geld zu streichen, wie wir vorgeschlagen haben, haben Sie die Gelder dazu sogar verdoppelt. Zack, 4 Millionen weg. Sie geben Ihren eigenen Jugendorganisationen Steuergeld und die Familien sollen in die Röhre gucken. Unfassbar. Wo wir als AfD das Geld besser angelegt sehen, ist etwa bei den Zuschüssen für die Instandhaltung von Familienferienstätten, beim Deutschen Müttergenesungswerk, bei den Unterstützungsleistungen bei ungewollter Kinderlosigkeit oder für den Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt. Insgesamt 50 Millionen mehr. Das sind buchstäblich greifbare Maßnahmen und nicht irgendwelche ideologischen Papierprojekte. Das würde beim Bürger tatsächlich ankommen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir haben Ihnen als Opposition aufgezeigt, wo wir Geld sparen können und wo wir es dagegen viel besser investiert sehen. Den von Ihnen vorgeschlagenen Haushalt für das Familienministerium können wir in der Form nicht mittragen und werden ihn ablehnen. Und einen Satz muss ich zum Schluss noch zu dem Umgang mit dem sogenannten Ergänzungshaushalt verlieren. Obwohl vielfach versprochen, auch von Ihnen persönlich, Frau Ministerin, über die genaue Ausgestaltung der zusätzlichen Mittel stochern wir immer noch im Nebel. Diese Pauschalbuchung im Einzelplan 60 ist alles andere als transparent. So geht man mit dem Haushaltsgesetzgeber nicht um. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Elisabeth Kaiser hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren heute abschließend für den Bundeshaushalt Familie, Frauen, Senioren und Jugend im Jahr 2022. Und es ist ein Jahr, das geprägt ist
von der Corona-Pandemie immer noch und ihren Folgen für unsere Gesellschaft. Ein Jahr, in dem seit Februar, seit über 3 Monaten, Krieg in Europa herrscht und die Inflation die Sorgenfalten in den Gesichtern der Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden lässt. Der Angriff der russischen Regierung auf die Ukraine hat die Welt, hat uns alle fassungslos gemacht. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer von ganz klein bis ins hohe Alter, sie sind gezwungen und waren gezwungen, ihr Land Hals über Kopf zu verlassen und in anderen Ländern Schutz und Sicherheit zu suchen. Und es kommt nun darauf an, dass wir hier im Parlament die Entscheidungen treffen, um für diese aktuellen und künftigen Herausforderungen gut aufgestellt zu sein. Als Koalition setzen wir Schwerpunkte für eine starke Politik für Familien, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Wir investieren in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem wir engagierte und vielfältige Zivilgesellschaft fördern. Und wir kümmern uns um Menschen, die vor dem Krieg zu uns geflüchtet sind, hier Schutz und Perspektive suchen. Ich möchte im Folgenden erläutern, wo sich diese Schwerpunkte im Haushalt konkret wiederfinden und was wir im parlamentarischen Verfahren noch an Verbesserungen herbeiführen konnten. Mit Blick auf die Corona-Pandemie ist festzustellen, dass allein 272 Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung stehen, um ihre Folgen für Kinder und Jugendliche abzufedern. Der Kinder- und Jugendplan, dem zentralen Förderinstrument des Bundes in der Kinder- und Jugendhilfe, haben wir durch die parlamentarischen Beratungen insgesamt um 28,1 Millionen Euro gegenüber dem Regierungsentwurf erhöhen können. Und damit stärken wir zum Beispiel die Jugendverbandsarbeit, denn sie trägt dazu bei, dass junge Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die Möglichkeit erhalten, selbstwirksam zu sein und sich zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu entwickeln. Und persönlich freue ich mich sehr über den Verhandlungserfolg im Bereich der kulturellen Jugendbildung. Die Musikakademie Rheinsberg ist seit 2001 die erste und einzige Bundesakademie für junges Musiktheater mit Sitz in Ostdeutschland. Und sie erhält nun auch mehr Mittel. Mit zusätzlichen 35 Millionen Euro aus dem Ergänzungshaushalt verstärken wir gezielt auch Maßnahmen, mit denen wir vor allen Dingen Frauen und Kindern sowie traumatisierten Menschen helfen, die vor dem Krieg in der Ukraine hierher fliehen mussten. Wichtig ist aber nun, dass die Hilfen schnell und zielgerichtet dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Die Stiftung Mutter und Kind beispielsweise bietet wertvolle und unbürokratische Hilfen für Schwangere in schwierigen persönlichen Situationen und Notlagen. Sie stärken wir mit zusätzlichen Mitteln von insgesamt 5,5 Millionen Euro. Und lieber Herr Lierieder, auch die Stiftung Frühe Hilfen erhält ebenfalls zusätzliche Mittel. Und darüber können Familien und Säuglinge und Kleinkinder psychosoziale Unterstützung erhalten. Und wichtig war uns auch im parlamentarischen Verfahren eben gerade die Jugendmigrationsdienste besser auszustatten. Denn diese rund 490 Dienste unterstützen bereits bundesweit junge Menschen mit Fluchterfahrung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung durch Beratung und enge Begleitung zu allen Fragen rund um ihre Integration. Wir wollen damit zu mehr Chancengerechtigkeit für diese Kinder und Jugendlichen beitragen. Im engen Zusammenhang dazu stehen auch die Respect Coaches. Die Coaches sind pädagogische Fachkräfte, die Schülerinnen und Schülern dabei helfen, den Wert einer vielfältigen Gesellschaft zu erfahren. Sie unterstützen die jungen Menschen dabei, den eigenen Blickwinkel zu erweitern und beugen damit auch dem Entstehen von Vorurteilen vor. Und leider waren die dafür vorgesehenen Mittel noch nicht im Regierungsentwurf abgebildet, aber es ist gelungen, diese wichtige Arbeit abzusichern und Planungssicherheit zu geben. Und an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch noch mal die Bedeutung von Demokratieförderung deutlich hervorheben. Ich glaube, das ist auch nach dieser letzten Rede noch mal sehr notwendig. Um die Akteure der Zivilgesellschaft in ihrem wichtigen und oft nicht ungefährlichen Engagement für eine lebendige und wehrhafte Demokratie zu unterstützen, ist es wichtig und richtig, dass diese Koalition hier einen Schwerpunkt setzt. Das zeigt sich unter anderem auch bei den gestiegenen Mitteln für das Bundesprogramm Demokratieleben. Um Demokratieförderung aber effektiv zu gestalten, ist es nicht nur wichtig, sie finanziell gut abzusichern, sondern auch darauf zu achten, welche Ideologien und Entwicklungen unsere freiheitliche und vielfältige Demokratie gefährden. Rassismus gehört dazu. Die Bekämpfung von Rassismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine besondere Rolle kommt dabei dem 2017 gegründeten Deutschen Zentrum für Integration und Migrationsforschung, dem DEZIM, zu.
Mit dem Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, NADIRA genannt, untersucht das DEZIM Ursachen, Ausmaß und Folgen von Rassismus in Deutschland. Ziel ist es, Entwicklungen und Trends in Bezug auf Rassismus zu erfassen und daraus wiederum Impulse für Demokratieförderung und andere politische Handlungsfelder zu geben. Und ich bin sehr froh, dass wir die wichtige Forschungsarbeit mit zusätzlichen 4,8 Millionen absichern konnten. Demokratie lebt aber natürlich auch vom bürgerschaftlichen Engagement. Und deshalb ist es gut, dass wir als Koalition die Freiwilligendienste in den kommenden Jahren bedarfsgerecht weiter fördern wollen und die Mittel für das Partnerschaftsprogramm Menschen stärken Menschen erhöhen. All diese Maßnahmen sind so wichtig für ein gutes Miteinander und stärken den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und lassen Sie mich abschließend noch einen Blick auf einen Bereich der Seniorenpolitik lenken. Mit zusätzlichen Mitteln sichern wir das Modellprojekt Zukunftswerkstatt Kommunen attraktiv im Wandel ab. Und hier geht es darum, Regionen abseits der Großstädte mittels Demografiestrategien für ältere Menschen attraktiv zu halten und ihre Teilhabe weiter zu fördern. Und ich muss sagen, als Abgeordnete aus Thüringen weiß ich, wie wichtig diese Projekte sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass wir den Regierungsentwurf an der einen oder anderen Stelle noch verbessern konnten. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bei meinen Mitberichterstatterinnen und Mitberichterstatter, aber auch bei dem Ministerium für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wichtig finde ich jetzt vor allen Dingen, dass die nun gesetzten Schwerpunkte in den kommenden Jahren fortgesetzt werden und wir gleichzeitig wichtige Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag angehen können. Stichworte nenne ich Kindergrundsicherung und das Qualitätssicherungsgesetz. Da ist jeder Euro sehr gut angelegt. Vielen Dank. Für die Linke hat das Wort die Kollegin Dr. Gesine Lütsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unter dem furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine leiden vor allem Kinder, Frauen und alte Menschen. Sie leiden in der Ukraine, aber auch in vielen anderen armen Ländern der Welt und sogar in unserem reichen Land. Und darum ist unsere klare Forderung, dieser Krieg muss sofort beendet werden. Als ersten Schritt brauchen wir einen sofortigen Waffenstillstand. Und dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen, meine Damen und Herren. In den Medien wird jeden Tag hartnäckig nachgefragt, wann die Bundesregierung denn endlich noch mehr Waffen in das Kriegsgebiet liefern werde. Ich sage Ihnen aber, viel zu selten höre ich die Frage, wann die Bundesregierung dann endlich wirksam gegen Armut und Hunger etwas tut. Ich sage Ihnen, dazu tut die Bundesregierung viel zu wenig, und das muss sich ändern. Jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als armutsgefährdet, und das ist beschämend. Die galoppierende Inflation betrifft Alleinerziehende und Paare mit Kindern, die nur ein geringes oder mittleres Einkommen haben, besonders hart. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat nachgewiesen, die Bundesregierung entlastet Alleinerziehende nur unzureichend. Und in den ersten vier Monaten dieses Jahres haben die Preissteigerungen schon mehr als die Hälfte der versprochenen Entlastungen verschlungen. Und Alleinlebende mit niedriger Rente sind auf jeden Fall im Minus. Die Menschen müssen jetzt und sofort und konkret entlastet werden, meine Damen und Herren. Und Frau Paus, wenn ich dem Handelsblatt entnehme, dass Sie erst im Jahr 2025, also am Ende der regulären Regierungszeit, eine Kindergrundsicherung vorlegen wollen, ein Gesetz dazu, dann sage ich Ihnen, das ist deutlich zu spät. Warum, frage ich Sie, warum kann diese Regierung in ein paar Wochen ein Sondervermögen Bundeswehr von 100 Milliarden Euro aus dem Boden stampfen, aber schafft es nicht, innerhalb eines Jahres eine Kindergrundsicherung zu verabschieden? Das ist doch ein Widerspruch, das nehmen wir nicht hin. Meine Damen und Herren, diese Kindergrundsicherung muss aber dafür sorgen, dass arme Kinder wirklich auch eine Verbesserung erleben. Und die bisherigen Modelle haben das leider noch nicht drin. Meine Damen und Herren, bis zur Einführung der Kindergrundsicherung wollen Sie von der Regierung die Kinder mit Almosen abspeisen. Dabei hat die Diakonie schon berechnet, dass Kinder in der Grundsicherung monatlich 78 Euro zu wenig erhalten. Das, was Sie ihnen jetzt geben wollen, ist viel zu wenig, und das ist ein wirkliches Armutszeugnis. Meine Damen und Herren, wer Kinder in Armut aufwachsen lässt, stiehlt diesen Kindern nicht nur Kindheit, Jugend und Zukunft, sondern schadet der gesamten Gesellschaft. Das dürfen wir nicht zulassen. Vielen Dank.
Die Kollegin Claudia Raffkirchen spricht für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Ministerin Paus, sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Woche gehen die Beratungen für den Haushalt 2022 zu Ende. Für uns waren das sehr aufregende und fordernde Wochen. An dieser Stelle daher meinen herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, insbesondere meinen Ampelkollegen. Danke für die effiziente und völlig geräuschlose Zusammenarbeit. Es hat wirklich prima geklappt. Ich freue mich, dass wir als Ampel auch in der letzten Haushaltsrunde der Bereinigung nochmal für verschiedene Gruppen in der Bevölkerung nachbessern konnten. Für Senioren, für Jugendliche, für Frauen und Kinder. Die Frauen und Kinder, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind, unterstützen wir in besonderer Weise. Fast 2,5 Millionen Euro fließen in finanzielle Hilfen, speziell für schwangere Frauen aus der Ukraine. Und noch einmal 1,6 Millionen Euro gibt es für die integrationskursbegleitende Kinderbeaufsichtigung, denn nur so ermöglichen wir den Müttern, ihren Kindern ein gutes und schnelles Ankommen in unserer Gesellschaft. Sehr zuversichtlich stimmt mich die Tatsache, dass wir mit Ministerin Paus nun eine Finanzexpertin an der Hausspitze haben, die weiß, wie man mit Steuergeldern umzugehen hat. Denn eines ist auch klar, die nächsten Haushalte werden nicht einfacher für uns. Der fast permanente Krisenmodus, in dem wir uns als Gesellschaft leider seit über 2 Jahren befinden, darf für uns Haushälter nicht den Blick auf die Aufgaben verstellen, die ganz grundsätzlich und jenseits des Krieges und Pandemien vor uns liegen. Und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir gleichzeitig ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten wollen. Denn wir haben als Koalition in diesem Einzelplan noch einige sehr ehrgeizige Projekte vor uns. Ich nenne hier nun mal exemplarisch die Kindergrundsicherung und die Fortsetzung des Gute-Kita-Gesetzes. Wenn der Bund sich bei diesen großen und wichtigen Projekten substanziell engagieren soll, müssen wir allerdings auch so ehrlich sein, zu priorisieren, auch wenn es manchmal wehtut. Meine persönliche Priorität im Einzelplan 17 liegt bei den Kindern. Sie sind unsere Zukunft. Sie haben in 2 Corona-Jahren von allen Gruppen am meisten verkraften und entbehren müssen. Und sie haben in Deutschland verglichen mit anderen Worten, zum Beispiel den Senioren, leider traditionell keine besonders starke Lobby. Wir als Haushälter und Haushälterinnen des Einzelplans 17 können durchaus dazu beitragen, dass Kinder eben nicht hinten runterfallen. Die 272 Millionen Euro zusätzliche Mittel im Corona-Aufholprogramm waren ein sehr guter Anfang. Noch besser war es, dass wir als Ampel mit unseren Änderungen einen noch stärkeren Fokus auf Kinder und Mütter gelegt haben. Die Hilfen insbesondere für die Ukrainer habe ich schon genannt. In dieselbe Kategorie gehören für mich die zusätzlichen Mittel in der Schwangerschaftskonfliktberatung. Denn Hilfe für Mütter und ihre Kinder ist leider manchmal schon dringend nötig, bevor diese Kinder überhaupt geboren werden können. Und ich freue mich sehr, dass wir die Frauen in dieser existenziellen Ausnahmesituation auch weiterhin nicht alleine lassen. Genauso wichtig wie die Überzeugung, mit den Geldern in unserem Etat absolut sinnvolle Projekte zu unterstützen, ist mir aber auch die Maxime, Ausgaben soweit irgend möglich gegenzufinanzieren und immer wieder kritisch zu hinterfragen, ob einmal eingestellte Budgets wirklich effizient genutzt werden und natürlich, ob sie weiterhin benötigt werden. Auch in diesem Punkt bin ich sehr froh, in meinen Ampelkollegen 2 Gleichgesinnte getroffen zu haben. Komplett unverständlich ist mir dagegen das Verhalten der Opposition, insbesondere der Grünen, die über 7,5 Milliarden Euro zusätzliche Wünsche und das netto. Da hätte ich mir schon ein kleines bisschen mehr Seriosität erhofft. Oppositionsrolle hin oder her. Natürlich können wir im Einzelplan 17 eine Menge Geld für Kinder und Familien verteilen. Das Ganze ist aber ziemlich kurz gedacht. Man könnte auch sagen verlogen. Wenn wir den zukünftigen Generationen gleichzeitig mit neuen Wohltaten ungeheure neue Schulden hinterlassen. Nur wenn wir beides zusammenbringen, wird ein Schuh draus. Kluge und nachhaltige Ausgaben, wo sie nötig sind, und gut begründete Einsparungen dort, wo sie möglich sind. Anders lässt sich die Generationengerechtigkeit nicht erfüllen, von der ja immer wieder gerne und viel gesprochen wird, die aber auch
finanziell solide unterfüttert sein muss, wenn wir sie denn ernst nehmen. Mein Ziel als Liberale und insbesondere als Mutter ist und bleibt es jedenfalls, die Schuldenbremse ab 2023 wieder einzuhalten. Nach diesen Haushaltsverhandlungen kann ich sagen, dass ich damit offensichtlich in der richtigen Fraktion angesiedelt bin und freue mich darauf, mich weiterhin mit meinen Kollegen für solide Staatsfinanzen und eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder einzusetzen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Silvia Breer das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin Paus, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Bereich des BMFSFJ stecken so viele Möglichkeiten in diesem Haushalt, aber leider auch so manche verpasste Chance. Und auch wir hätten uns bei dem Volumen des Gesamthaushaltes durchaus mehr gewünscht für den Bereich des BMFSFJ. Aber Herr Kollege Hönel, im Gegensatz zu Ihnen sind wir nicht Teil der Koalition. Und es ist schon bemerkenswert, wenn Sie dann hier ausschließlich dem Finanzministerium oder vor allem dafür sozusagen mangelnde Unterstützung vorwerfen. Aber wie gesagt, das nehmen wir zur Kenntnis. In der Sache selber sind wir uns, glaube ich, einig, dass insbesondere der Bereich der Kinderbetreuung eine der zentralen Aufgaben dieser Zeit sind, also weitere Betreuungsplätze und mehr Personal. Und Sie stellen jetzt den Ländern, Sie haben es mehrfach angesprochen, pauschal unter anderem 1 Milliarde zur Verfügung durch einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer, um die Kosten mit den Geflüchteten im Bereich Gesundheit und Pflege, Kinderbetreuung und Beschulung auszugleichen. Wir haben Sie ermutigt, hier zweckgebunden vorzugehen, die Mittel einzusetzen für ein Investitionsprogramm Kinderbetreuung. Denn das 5. Investitionsprogramm Kita der letzten Bundesregierung läuft jetzt aus und es gibt hier keine Anschlussfinanzierung. Ihr Votum leider Ablehnung. Wir haben Sie ermutigt, dass auch von Ihnen als erfolgreich beschriebene Fachkräfteoffensive das Programm, was im Sommer endet, für die Erzieherinnen und Erzieher fortzusetzen. Der Mangel an Fachkräften ist riesig, aber auch hier Ihre Empfehlung Ablehnung. Wir haben Sie ermutigt, die Mittel für die Sprachkitas auszuweiten, denn Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und das war im Übrigen, liebe Kollegen von der FDP, auch eine zentrale Forderung Ihrer Fraktion noch zum Haushalt 21. Aber da waren Sie in der Opposition, jetzt in der Regierung Ablehnung. Wir haben Sie ermutigt, die so wichtigen frühen Hilfen auszubauen, den belasteten Familien gerade am Start zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen. Ihr Vorwurf in anderen Haushaltsjahren aus der Opposition heraus, einfach weiter so. Jetzt muss ich leider sagen, das gilt für Sie, ein Aufwuchs, Ihr Votum Ablehnung. Einfach weiter so, das gilt im Übrigen auch für die Freiwilligendienste. Im Haushalt 21 hat die parlamentarische Staatssekretärin Deligös noch gesagt, wir brauchen einen Ausbau der Freiwilligendienste, damit alle interessierten Jugendlichen zum Zuge kommen. Jetzt leider keine Verstetigung, ausschließlich. Und eine Forderung, und ich denke, das eint uns, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, aber auch von der FDP, die Verstetigung der Mittel für das Gute-Kita-Gesetz. Denn diese Mittel laufen Ende dieses Jahres aus, und die Länder brauchen hier die bundespolitische Unterstützung. Der Ausblick allerdings ist und bleibt düster in den Eckwerten 0,0 Euro. Einfach nichts für die kommenden Jahre. Das wird eine Kernaufgabe sein für die kommenden Haushalte, schon ab September in den nächsten Beratungen. Und wir werden Sie da auch an Ihren eigenen Forderungen messen. Und abschließend, aus aktuellem Anlass, und ich gehe davon aus, dass die Frau Ministerin dort darauf eingehen wird, weil es einfach so ein brennendes Thema ist, das BKA hat gestern die aktuellen Zahlen zum Kindesmissbrauch, zur sexuellen Gewalt an Kindern veröffentlicht. Und diese Zahlen sind
Nicht nur erschreckend, ich habe dafür einfach gar keine Worte. 17.704 Kinder sind im vergangenen Jahr Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Besitz, Herstellung, Verbreitung kinderpornografischen Materials haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Frau Ministerin Paus, Sie sind gemeinsam mit der Bundesinnenministerin die Schutzanwältin für die Kinder. Nehmen Sie diese Aufgabe bitte ernst. Datenschutz darf nicht länger Täterschutz sein. Zeigen Sie, dass dieses Thema Priorität in dieser Bundesregierung hat. Lassen Sie vor allem die Kinder nicht im Stich. Und in diesem Thema haben Sie uns an Ihrer Seite. Das kann ich Ihnen zusagen. Vielen Dank. Für die Bundesregierung ergreift jetzt das Wort die Bundesministerin Lisa Paus. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörende, seit 96 Tagen führt nun Russlands Präsident Putin Krieg gegen die Ukraine. Mehr als 6,5 Millionen Menschen sind geflohen, mehr als 750.000 davon nach Deutschland. Der Krieg und die Sanktionen gegen den russischen Despoten, sie haben inzwischen spürbare Auswirkungen auch bei uns. Steigende Energiekosten, Lebensmittelpreise, sie belasten unsere Wirtschaft, sie belasten auch unsere Gesellschaft. Und auch Corona hat bei uns allen seine Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es, dass wir den sozialen Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit miteinander organisieren. Genau darauf kommt es an, meine Damen und Herren. Denn wem es bereits vor Corona wirtschaftlich nicht gut ging, der muss jetzt erst recht jeden Cent umdrehen. Bei dem zählt jeder Euro jeden Tag. In meinem Haus stehen in diesem Jahr rund 12,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Und ich danke ganz herzlich allen Haushälterinnen und Haushältern, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür. Und dank Ihnen investiert mein Haus. Erstens in die Zukunft von Familien. Deshalb bekommen alle Kinder, die in Familien mit wenig oder keinem Einkommen groß werden, den Sofortzuschlag von 20 Euro im Monat zusätzlich. Und zusammen mit dem Kinderzuschlag sind das 1,365 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das hilft 2,9 Millionen Kindern dieses Jahr. Und deshalb steckt in den Entlastungspaketen neben dem Heizkostenzuschuss und dem 9-Euro-Ticket speziell auch für Familien der 100-Euro-Kinderbonus zusätzlich. Weil wir eben wissen, wie viel Lasten gerade Familien jetzt und in den Corona-Monaten zu tragen haben, so nehmen wir gemeinsam Druck aus dem Kessel, und das ist bitter nötig. Sie wissen, mein Ziel als Familienministerin geht aber darüber hinaus. Ich will Familien mit der Kindergrundsicherung ebenso konkret finanziell unterstützen durch einen höheren Garantiebetrag für alle, durch stärkere Förderung einkommensschwacher Familien. Und alle Förderleistungen werden gebündelt, damit sie dann wirklich alle Kinder erreicht, ohne bürokratische Antragswege. Das ist mein Versprechen. Und das Versprechen der ersten Bundesregierung natürlich. Und heute machen wir noch zusätzlich für alle Kinder und Jugendlichen, die es in der Pandemie besonders schwer hatten, mit dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona durch zusätzliche 272 Millionen Euro zusätzliche Unterstützung. Auch diese stehen in diesem Jahr zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Zweitens investiert mein Haus in die Zukunft von Frauen. Noch nie hatten wir so viele gut ausgebildete Frauen mit so guten Abschlüssen. Die FAZ titelte vor einer Woche im Wirtschaftsteil: Die Personalnot kommt mit Wucht, der Fachkräftemangel verschärft sich dramatisch. Aber ein wesentlicher Teil der Lösung ist, dass Frauen mit Kindern die Erwerbstätigkeit einfach erleichtert wird, meine Damen und Herren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sie darf eben keine Mutprobe mehr sein und erst recht keine Herausforderung für die Gesundheit. Und deswegen fördern wir unter anderem die Vereinbarkeit mit dem Elterngeld. Diese bekannteste und beliebteste Familienleistung in Deutschland ist uns jeden Einzelnen der 7,7 Milliarden Euro wert, weil es eben hilft, den Müttern und Vätern Beruf und Familie tatsächlich unter einen Hut zu bekommen.
Drittens werben wir in den nächsten Monaten verstärkt für den Zukunftsberuf Pflege. Wir wollen mehr Frauen und Männer für diesen Beruf gewinnen, und damit reagieren wir auf die Herausforderungen auch unserer alternden Gesellschaft. Viertens investieren wir in die Perspektive der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine. Wir wissen alle, 80% sind Frauen, etwa 40% sind minderjährig. Wir geben dafür rund 31 Millionen Euro für humanitäre Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine aus. Und mit diesem Geld finanzieren wir Kinderbetreuung parallel zu Integrationskursen. Wir helfen schwangeren Frauen über die Stiftung Mutter und Kind. Und wir fördern das Patenschaftsprogramm Menschen stärken Menschen. Das ist wirklich gut angelegtes Geld, damit diese Menschen eine Perspektive haben und hier auch tatsächlich gut ankommen können. Fünftes Beispiel für gute Investitionen. Wir investieren in die Zukunft unserer Demokratie, meine Damen und Herren. Das bundesweit größte Programm zur Demokratieförderung, die Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention, es heißt nicht umsonst Demokratie leben. Wir statten es aus mit robusten 165 Millionen Euro, denn es gibt viel Demokratie zu leben in diesem Land, meine Damen und Herren. Wir fördern mit diesem Bundesprogramm Demokratie leben mehr als 600 Initiativen in Deutschland, die sich gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus und für Toleranz und Demokratie engagieren. Meine Damen und Herren, wie robust und widerstandsfähig unsere Gesellschaft gegenüber äußeren Krisen ist, das bemisst sich an ihrer Stärke im Inneren. Darin investiert das BMFSFJ. Wir ermöglichen Frauen mehr Erwerbstätigkeit, wir stärken Familien, wir unterstützen Kinder und Jugendliche, wir reagieren auf die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft, wir fördern Engagement und damit den Zusammenhalt. Und genau damit machen wir Deutschland stark. Herzlichen Dank. Gerion Bollmann hat jetzt das Wort für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Breher, Ihre Erwartungen in die Rede, die wir gerade gehört haben, haben sich wohl kaum erfüllt, würde ich mal sagen. Was wir hier von der Familienministerin gehört haben, ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, in welchem Paralleluniversum man dort lebt. Von den rund 500 Milliarden Euro im Bundeshaushalt sind für das Familienministerium knapp 13 Milliarden Euro vorgesehen, also noch nicht einmal 3%. Mit dieser kümmerlichen Ausgabenplanung belegen Sie hier erneut eine himmelschreiende Ignoranz der echten Probleme unserer Familien. Anfang des Monats wurden wir auf ein trauriges Jubiläum hingewiesen. Seit nunmehr 50 Jahren sterben in diesem Land mehr Menschen, als neue geboren werden. Das Defizit betrug im letzten Jahr 228.000 Geburten, ein einmaliger Nachkriegsrekord. Angesichts dieser demografischen Katastrophe müsste man sofort zu einem massiven Familienprogramm kommen, ein Willkommensprogramm, wie wir es seit mehreren Jahren fordern. Planungen in diese Richtung, Fehlanzeige, das wäre ja rechts. Stattdessen will man die Ausgaben für Maßnahmen zur Stärkung der Vielfalt, Toleranz und Demokratie, wie oft haben wir das heute schon gehört, drastisch erhöhen, nämlich von über 150 Millionen Euro im letzten Jahr um sage und schreibe 22% auf nunmehr 183,5 Millionen Euro in diesem Jahr. Vielfalt, Toleranz, Demokratie, das hört sich ja eigentlich ganz gut an, eigentlich sogar klasse. Ich denke da an unsere regionale Vielfalt, eine tragende Säule unseres föderalen Systems. Nehmen Sie die Maske gerne wieder auf. Ich denke an die Toleranz gegenüber Andersdenkenden, die angesichts der Einförmigkeit politischen Denkens dringend der Förderung bedarf. Und ich denke an das demokratische Grundprinzip von Wahlen und Abstimmungen. Hier muss unbedingt die Bereitschaft der Mehrheit gefördert werden, die Minderheit nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu schützen. Aber ich denke auch daran, dass die Gesellschaft manichäisch mehr und mehr in Gut und Böse geteilt wird, dass Teile der hier erst seit kurzem lebenden eigenen Gesetzen und Werten folgen, die mit den Normen unseres Grundgesetzes nicht selten massiv kollidieren. Also Aufgaben ohne Ende, Förderung, Fehlanzeige.
Schauen wir doch einmal näher in das Bundesprogramm Demokratie leben. Auch das hört sich gut an, aber auch bei genauer Betrachtung wiederum Abgründe tun sich auf. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in seinem letzten Bericht nahezu gleich viel Extremisten an den politischen Rändern gezählt, nämlich 33.300 auf rechter Seite und 34.300 auf linker Seite. Also sind beide Seiten noch etwa gleich stark vertreten, wobei es bei 1.092 rechten Gewalttaten 1.237 linke Gewalttaten zu verzeichnen sind. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine bemerkenswerte Schieflage des Förderprogramms, denn es stehen nur 5 Modellprojekte gegen Linksextremismus, 21 Modellprojekten gegen Rechtsextremismus gegenüber. Aus diesem, ja, das ist vielleicht Ihre Ansicht, aber das ist ein Ungleichgewicht, was wohl der Änderung bedarf. Aus diesem Abschlussbericht erfahren wir dann, dass man sich zu fast 2 Dritteln mit rechtsextremen Orientierungen und Handlungen befasste. Ein Pendant zum Linksextremismus fehlte. Das ist nicht das Drittel, was übrig bleibt, sondern das fehlte völlig. Ja? Schlimmer aber noch, seinerzeit hatte die ehemalige Bundesministerin Christina Schröder die Förderung an eine Selbstverständlichkeit geknüpft, nämlich die Geförderten mussten sich seinerzeit zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, eine sogenannte Extremismusklausel. Aber schon Anfang 2013 hatte Manuela Schwesig diese Klausel ersatzlos gestrichen. Bei dieser skandalösen Streichung ist es bis heute geblieben. Das ist das Einfallstor, durch das seit Jahren die sogenannte Antifa, die der Verfassungsschutz fast zur Hälfte dem Linksextremismus zuordnet, an die Futtertröge staatlicher Förderung gelangt. Auf eine Abhilfe dürfen wir künftig wohl nicht hoffen. Bekanntlich ist die oberste Verfassungsschützerin, die Innenministerin, ich hatte ja auf dem Familienprogramm abgestellt, hören Sie doch besser zu. Bekanntlich ist die oberste Verfassungsschützerin, die Innenministerin, ja nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum geht, ihre Ansichten in einem Antifa-Magazin zu publizieren. Und der parlamentarische Staatssekretär in unserem Familienministerium, Herr Sven Lehmann, ist ja heute dankenswerter da, pflichtet ihr darin auch noch bei. Meine Damen und Herren, diese Regierung hat ein Extremismusproblem. Das linke Auge verdeckt man mit einer dicken roten Klappe und sagt dann, auch mit dem anderen Auge beherrscht man natürlich das räumliche Sehen. Machen Sie sich doch endlich einmal ehrlich. Das Programm sollte besser Antifa und Kommunisten fördern heißen, oder aber es sollte wirklich der Demokratie dienen. Aber Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Unser Kollege Sönke Rix hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Vorweg zum Thema Demokratieförderung. Das Gegeneinanderaufrechnen von linksextremistischen Straftaten gegenüber den rechtsextremistischen Straftaten und die Gleichsetzung dieser ist eine Ohrfeige der Hinterbliebenen, der zahlreichen Opfer der rechtsextremistischen Gewalt in diesem Land. Denn die Anzahl derer, die richtige Opfer und gestorben sind, das ist der Grund, weil es uns ums Leben von Menschen geht, das ist der Grund, warum wir Demokratieförderung betreiben, Extremismus bekämpfen und das vor allen Dingen gegen rechts, vor allen Dingen gegen rechts. Weil Menschenleben ist was wert. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir das Demokratiefördergesetz bekommen. Und lieber Kollege Lehrrieder, wir haben ja bis vor kurzem auch gemeinsam regiert. Und es gibt auch einen gemeinsamen Entwurf, damals noch vom Innenminister Seehofer und unserer damaligen Familienministerin
zum Demokratiefördergesetz. Warum jetzt auf einmal eine Distanzierung des eigenen gegenüber dem eigenen Minister Seehofer, er ist ja nicht mehr da, dann muss man das ja nicht mehr richtig finden. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich, denn die Erkenntnis war bei der Union schon mal besser, lieber Kollege Lehrwieder. Die Ministerin hat dankenswerterweise noch mal deutlich gemacht, wie viel in diesem Haushalt steckt. Hilfen für Familien, Sofortzuschlag, Kinderzuschlag. Wir haben den 100-Euro-Bonus jetzt noch mal mit dabei. Elterngeld als wirklich attraktivste Leistung in unserem Programm. Aber auch noch mal zusätzlich durch die Haushaltsberatung Jugendmigrationsdienste gestärkt. Programme gegen Rechtsextremismus gestärkt, Schutz und Hilfen für Geflüchtete, insbesondere aus der Ukraine. All das ist in diesem Haushalt mit drin. Und dafür ganz herzlichen Dank den Haushältern, aber auch ganz herzlichen Dank für den Entwurf, den das Parlament jetzt noch ein bisschen besser gemacht hat. Und dann kam die Bemerkung, es gibt ein Einfach-so. Die Kollegin Beer hatte das gerade noch mal gebracht. Ich wäre ja froh, wenn all die Ansätze der Union, was jetzt kritisiert wird, was angeblich zu spät kommt oder noch gar nicht kommt, in der Regierungszeit mal da gewesen wäre. Jetzt vorzuwerfen, dass nach ein paar hundert Tagen noch nicht alle Maßnahmen bei der Elterngeldreform, bei der Kita-Reform und bei allen anderen Kindergrundsicherung da sind, dass wir wären ja dankbar, wenn wir das mit euch hätten mal umsetzen können, aber ihr habt es damals in der alten Regierung blockiert. Aber wir wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die zukünftigen Haushalte mit all dem, was wir im Koalitionsvertrag stehen haben, natürlich schwierig zu gestalten werden. Denn die Herausforderungen bleiben ja da, und all das, was im Koalitionsvertrag steht, soll auch umgesetzt werden. Und deshalb ein aktueller Hinweis, dass wir jetzt ein Sondervermögen, was insbesondere von der Linksfraktion jetzt ja so heftig kritisiert wird, für die Bundeswehr einrichten, weil wir es richtig finden, dass unsere Bundeswehr auch angesichts der sich veränderten internationalen Lage vernünftig aufstellen muss. Das ist ein Vorteil für die Zukunft, das ist ein Vorteil für die zukünftigen Haushalte, weil eben das Geld nicht zulasten der anderen Haushalte geht, sondern im Gegenteil, es gibt einen Extrahaushalt, und dadurch sind all die Projekte Kindergrundsicherung, Kita-Reform auch deshalb eher gesichert als geschwächt. Und das ist die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben mit Kindergrundsicherung noch was Wichtiges vor. Sie haben es erwähnt. Wir haben die ersten Schritte getan. Jetzt gibt es eine interfraktionelle oder eine interministerielle Arbeitsgruppe. Das finde ich richtig, dass die Bundesregierung nicht sagt, das ist ausschließlich Aufgabe des Familienministeriums. Nein, die Kindergrundsicherung ist nämlich nicht einfach nur eine finanzielle Leistung, die wir auszahlen wollen, sondern wir wollen damit erreichen, in, wie gesagt, mehreren Säulen auch erreichen, nicht nur, dass wir vor Kinderarmut schützen. Nein, wir wollen es auch noch gerecht gestalten, einen Grundbeitrag haben, und wir wollen zusätzlich eine zweite Säule einführen, dass wir sagen, diejenigen, die in besser verdienenden Familien wohnen, dann eben entsprechend weniger bekommen und die anderen entsprechend mehr. Das ist auch noch sozial gerecht ausgestattet. Wir wollen es vereinfachen, das System, die Familienleistungen sollen zusammengelegt werden. Und wenn wir das in Angriff nehmen, und ich finde das gut, es wird jetzt in Angriff genommen, dann werden wir auch wirklich einen richtigen Schritt zur Absicherung von Familien erreichen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke ist die nächste Rednerin Gökay Akgüllü. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alleinerziehende machen einen wesentlichen Bestandteil der Familien in Deutschland aus. Über 40% der Alleinerziehenden leben in Armut oder sind von Armut gefährdet. Sie brauchen dringend mehr Unterstützung vom Bund. Die bisherigen Bundesregierungen, allen voran die CDU, CSU, haben die Lage der Alleinerziehenden über Jahrzehnte hinweg in unserer Gesellschaft ignoriert. Die Ampelkoalition weigert sich ebenfalls dringend, notwendige Maßnahmen für Alleinerziehende einzuleiten. Die Anrechnung des Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss würde hier helfen. Aktuell wird das Kindergeld vollständig mit dem Unterhaltsvorschuss verrechnet. Bei Erhöhungen vom Kindergeld sinkt der Unterhaltsvorschuss entsprechend. Wir fordern daher, dass das Kindergeld nur zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet wird. Von dieser Maßnahme würden 850.000 Kinder in alleinerziehenden Familien profitieren.
Durch diese Änderung würden Sie 110 Euro mehr im Monat zur Verfügung haben. 110 Euro sind mindestens ein Wocheneinkauf an Lebensmittel, neue Schulsachen, Sportschuhe oder die Mitgliedschaft in einem Verein. Außerdem wäre es sinnvoll, hier die Bedarfsprüfung ab 12 Jahren abzuschaffen. Hierdurch könnten rund 1 Million Kinder und deren Eltern dauerhaft entlastet werden. Die Gesamtausgaben für den Bund würden sich durch diese Maßnahmen um etwa 2 Milliarden Euro jährlich erhöhen. Also nur ein Bruchteil davon, was die Ampel und die Union bereit sind, für die Bundeswehr auszugeben. Laut dem Koalitionsvertrag möchte die Bundesregierung Alleinerziehende mittels einer Steuergutschrift entlasten. Steuergutschriften bringen jedoch den wenigsten Alleinerziehenden etwas, weil die meisten kaum Erwerbseinkommen haben und auf Transferleistungen angewiesen sind. Durch die aktuelle steigende Inflation sind Alleinerziehende zusätzlich massiv von Armut bedroht. Die Ampelkoalition muss jetzt handeln und verhindern, dass noch mehr Alleinerziehende in die Armut abrutschen. Ihr Maßnahmenmix bisher ist völlig unzureichend. Konsequenter Kampf gegen Kinderarmut sieht anders aus. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Martin Gassner-Herz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin stolz auf die Verbesserungen, die sich die Fortschrittskoalition vorgenommen hat, um den Reformstau in der Familienpolitik anzugehen. Endlich werden die Rahmenbedingungen an die Realität angepasst, wie Menschen auf vielfältige Weise in Deutschland gemeinsam Familie sind. Die Nachschärfungen und Ergänzungen, die wir für den Haushalt 2022 heute gegenüber dem Entwurf der Vorgängerregierung vornehmen, sind insbesondere den zwei großen Themen der Zeit geschuldet: der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des brutalen Krieges, den Russland über die Ukraine gebracht hat. Die Interessen von Familien sind in der Pandemie oft zurückgestellt worden. Für Kinder und Jugendliche war die Zeit besonders hart. Unterricht nur auf Distanz, ein Schüleraustausch war nicht möglich, das erste Engagement im Verein hat nicht stattgefunden, Freunde durften sich nicht sehen, Lebenswege und Möglichkeiten für die Zukunft blieben versperrt. Von der Zunahme psychischer Erkrankungen ganz zu schweigen. Es gelingt uns, 272 Millionen Euro einzusetzen, um ein Aufholen der entstandenen Lücken zu unterstützen. Davon fließen 40 Millionen Euro in den Kinder- und Jugendplan und 60 Millionen in die Sprachkitas. Die Bundesstiftung Frühe Hilfen erhält zusätzlich 35 Millionen Euro und fördert damit die psychosoziale Betreuung von Familien, in denen gerade die Kleinsten besondere Unterstützung bedürfen. Wir ermöglichen 40 Millionen Euro für die Familienferienzeiten, stärken die Kinder- und Jugendstiftung mit rund 80 Millionen Euro und ermöglichen der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt einen Mittelaufwuchs um 10 Millionen Euro. In diesen zusätzlichen Herausforderungen unserer Zeit sind wir auf eine starke Gesellschaft angewiesen, die von starken Bürgerinnen und Bürgern getragen wird. Mit der Aufstockung der Programme Menschen stärken Menschen und Demokratie leben fördern wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft und unterstützen Programme zur Prävention und gegen Extremismus. Wir unterstützen das unermüdliche Engagement in der Aufnahme der vielen Geflüchteten, die bei uns Schutz suchen. Den vielen Freiwilligen möchte ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich danken. Ich erlaube mir zusätzlich auch den Hinweis, dass Hilfsbereitschaft weiterhin dringend gebraucht wird und jene, die inzwischen seit Monaten beinahe Übermenschliches leisten, unverändert dankbar für weitere Unterstützung sind. Diese Aufgaben sind enorm, gerade weil unter denen, die wir aufnehmen, so viele Kinder sind. Sie brauchen ein Gefühl von Willkommensein und Hoffnung. Das geht nur gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, die mit Sport, Kultur und Gemeinschaft viel dazu beiträgt, dass diese Kinder wieder lachen können. Mit 16 Millionen Euro unterstützen wir Maßnahmen für Geflüchtete, darunter auch psychosoziale Zentren. Nicht zu vergessen sind unsere familienrechtlichen Maßnahmen, die im Haushalt nicht wirksam werden, aber dennoch große Fortschritte und Verbesserungen für unsere Gesellschaft bedeuten. Zum Beispiel die Abschaffung des Paragraphen 219a, die Ermöglichung der Mehrelternschaft, die Liberalisierung des Namensrechts oder die Möglichkeit, ohne Entwürdigungen im Verfahren den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister anzupassen.
Weitere Projekte haben wir bereits im Blick. Noch müssen Jugendliche in stationären Einrichtungen einen großen Anteil ihres eigenen Verdienstes für die Unterbringung abgeben. Wir werden denen, die sich anstrengen und die ersten Stufen auf ihrer persönlichen Aufstiegsleiter erklimmen, Rückenwind geben, statt Signale zu setzen, eigene Mühen würden sich nicht lohnen. Deshalb soll die Kostenbeteiligung zügig ganz entfallen. Außerdem setzen wir uns dafür ein, mehr Menschen mehr finanzielle Unterstützung bei einer Kinderwunschbehandlung zu ermöglichen. Es ist grausam, wenn Wünsche nach einem eigenen Kind am Geldbeutel der Eltern scheitern müssen, wenn zu deren Erfüllung medizinische Unterstützung notwendig ist. Die Realität von Familie ist heute eine andere als gestern. Darauf müssen wir reagieren und stellen uns dieser Aufgabe. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Hermann Tebrucke. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Gassner-Herz, ich kann noch nicht erkennen, dass der hier vorgelegte Haushalt tatsächlich ein Fortschritt sein soll. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Projekte, die Sie da angekündigt haben, wirklich unserer Gesellschaft ein Fortschritt sein werden. Aber das werden wir in den zukünftigen Debatten sicherlich ausführlich erörtern. Meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Einzelplan und dem Gesamthaushalt insgesamt beraten wir die finanziellen Grundlagen einer Politik für Jugend, Frauen, Senioren und eben auch für Familie. Und darauf möchte ich fokussieren. Meine Damen und Herren, Familienpolitik richtet sich, wenn Sie so wollen, an die Keimzelle der Gesellschaft. Jedenfalls geht es um die kleine Einheit, die nach unserer Auffassung so vielfältig ausgestaltet sein kann, in der Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, im Rahmen einer engen persönlichen, insbesondere verwandtschaftlichen Beziehung, auf Dauer, verbindlich, generationenübergreifend und insbesondere als Gemeinschaft mit Kindern. Und Familien, zumal mit Kindern, leisten einen wichtigen generativen Beitrag. Das hat zuletzt das Bundesverfassungsgericht in seinem aktuellen Urteil zur Notwendigkeit der Staffelung von Pflegeversicherungsbeiträgen anerkannt. Ein Erfolg gerade für kinderreiche Familien, den wir ausdrücklich begrüßen. Wir gehen davon aus, dass nunmehr auch eine intensivere politische Diskussion nicht nur der Renten- und Krankenversicherungsbeiträge, sondern der generativen Beiträge zum Sozialsystem insgesamt erfolgt und werden uns daran intensiv beteiligen. Familien, zumal mit Kindern, tragen eine besondere finanzielle Last. Das ist wiederholt hier aufgerufen worden. Kinder sind ein Geschenk für Familie und auch für unsere Gesellschaft. Aber sie dürfen nicht zu einem Armutsrisiko werden und sollen möglichst unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen ihrer Eltern die gleichen guten Entwicklungschancen haben. Vater Staat ist beteiligt, aber er ist nicht Teil der Familie. Er lebt von der Familie. Und darum ist es seine Aufgabe und ist auch Aufgabe der Gesellschaft, diese Leistung in den Familien anzuerkennen und sie bei der Wahrnehmung dieser zugleich staatstragenden und den Einzelnen in seiner persönlichen Entfaltung unterstützenden Funktion auch zu unterstützen. Familie braucht, und das haben wir wiederholt aufgezeigt, dazu zeitliche und finanzielle Spielräume und die notwendige Infrastruktur. Damit ist Familienpolitik immer auch Bildungspolitik. Sie ist Betreuungspolitik, Pflege, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik, Wohnungspolitik, Zeitpolitik und eben auch mehr als Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Folgerichtig werden die familienpolitischen Maßnahmen und Entscheidungen auch gar nicht alle im Einzelplan 17 abgebildet, der tatsächlich gerade mal 13 Milliarden umfasst, sondern in den vielen anderen Einzelplänen im Haushalt insgesamt. Die entscheidende Frage aber hier ist, werden der vorliegende Haushaltsplan und insbesondere der Einzelplan 17 dem Anliegen einer gerechten und umfassenden Familienpolitik gerecht? Lässt der Haushalt der Ampel ein familienpolitisches Konzept erkennen? Ich widerspreche Ihnen an dieser Stelle, Herr Hönel, wir können das nicht erkennen. Haben Sie sich gedacht? Ist der Haushalt denn wenigstens nachhaltig und generationengerecht finanziert, Frau Raffelhüschen? Sie haben da dankenswerterweise sehr intensiv darauf hingewiesen und die Bedeutung auch eines ausgeglichenen Haushaltes für die nachfolgende Generation. Ich bin gespannt, ob die Vorsätze, die Sie formuliert haben, auch die gleichen sind, die dann die Ampel verfolgen wird.
Ich frage, wir fragen uns, wo schlagen sich denn die im Koalitionsvertrag angekündigten familienpolitischen Vorhaben nieder? Kindergrundsicherung ist gerade angekündigt worden, Frau Ministerin Paus. Herr Rix, Sie haben das ebenfalls angekündigt. Angekündigt ist aber noch keine wirksame Maßnahme gegen Kinderarmut. Wenn es darum geht, dann können Sie auf die konstruktive Unterstützung der Unionsfraktion auf jeden Fall, ja, können Sie da auf jeden Fall setzen. Ein anderes, was uns sehr beschäftigt, ist die Frage, wie denn eigentlich der Haushalt, der Einzelplan auf die aktuell gestiegenen Herausforderungen für Familien reagiert. Corona, ukrainische Flüchtlinge, steigende Preise, wir meinen absolut unzureichend. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, gefragt und gefordert, dass die Ampel hier Maßnahmen ergreifen möchte. Ich bin froh, Herr Hündl, dass die Ampel auf einige Hinweise eingegangen ist. Gleichwohl glauben wir, dass an mindestens drei Stellen noch mal nachgebessert werden könnte. Meine Kollegin hatte bereits darauf hingewiesen, Sie haben die Möglichkeit, unserem Änderungsantrag zu folgen. Ich lade Sie ausdrücklich dazu ein. Und nicht zuletzt, Frau Akkulut, ich brauche auf das Thema nicht mehr im Einzelnen einzugehen, die Unterstützung für Alleinerziehende. Ich weise darauf hin, bereits im April haben wir dazu einen umfassenden Antrag vorgelegt und haben jetzt auch noch mal einen Entschließungsantrag vorbereitet, der die finanziellen Voraussetzungen dafür schafft, dass auch bald diese notwendigen Maßnahmen ergriffen werden können, die Verdopplung des Kinderbonus zum Beispiel. Und eine Erhöhung des Entlastungsbetrages, wenn Sie das genauso sehen wie wir, dass den Alleinerziehenden Hilfe zuteil werden sollte, dann stimmen Sie doch gerne unserem Entschließungsantrag zu. Insgesamt ist der Haushalt nicht so, wie wir uns das vorstellen, meine Damen und Herren. Das können Sie sich wiederum vorstellen. Deswegen werden wir ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Und sicher auch für die Kollegialität des Mitsprechens. Die nächste Rednerin ist unsere Kollegin Emilia Feste für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, der Ruf der jungen Menschen vorauseilt, ist manchmal nicht ganz fair. Die Jugend sei verwöhnt und faul, anspruchsvoll, obwohl so unerfahren und dann auch noch utopisch idealistisch. Älteren Menschen fehlt es leider zu oft an Verständnis für junge Lebensrealitäten und umgekehrt. In einer demokratischen Gesellschaft sind aber alle Altersgruppen relevant für eine ausgeglichene, nachhaltige Gestaltung unseres Miteinanders. Und deshalb muss ich folgende Worte aus gegebenem Anlass an den Bundeskanzler richten. Herr Scholz, Sie sind auf dem Katholikentag auf junge, engagierte Menschen gestoßen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen, sich politisieren und bilden, um für ihre eigene Zukunft und auch für unsere zu kämpfen. Ihr Umgang mit diesen jungen Menschen war mindestens schwierig, und daher möchte ich Sie bitten, Ihre Äußerungen gegenüber diesen jungen Menschen richtigzustellen und sich gegebenenfalls zu entschuldigen. Denn was auch immer Sie sagen wollten, die geweckten Assoziationen wirken sowohl geschichtsrevisionistisch als auch herabwürdigend für die junge Klimagerechtigkeitsbewegung und kontraproduktiv für unser gemeinsames Anliegen, konsequenten Klimaschutz voranzubringen. Die Klimabewegung ist ein hervorragendes Beispiel für das, worauf ich eigentlich hinaus will. Denn junge Menschen sind besser als ihr Ruf. Jungsein ist nicht nur etwas Unvollständiges auf dem Weg zum Erwachsenwerden, sondern hat ein Recht auf die eigene Gegenwart und Mitsprache in der Zukunftsgestaltung. Nicht etwa trotz der Widersprüche mit den vielleicht desillusionierten Erwachsenen, sondern genau wegen ihrer anderen Perspektive, ihren Prioritäten und Idealen. Im dritten Engagementbericht des BMFSFJ gaben fast zwei Drittel aller jungen Menschen an, sich im vergangenen Jahr für einen gesellschaftlichen Zweck engagiert zu haben. Junges Engagement ist ein großer Teil vom unsichtbaren Kitt unserer Gesellschaft, von dem so viele immer sprechen. Freiwilligendienste zum Beispiel sind eben nicht nur Orientierungsjahre, sondern auch echte Unterstützung und einer der wichtigsten und schönsten Berührungspunkte der Generation. Deshalb sorgen wir als Ampel, anders als die Vorgängerregierung es eigentlich vorgesehen hatte, für die Ausfinanzierung der Freiwilligendienste im laufenden Haushaltsjahr. Und wir erhöhen den Etat der Jugendverbände und Jugendmigrationsdienste. Das sind nur ein paar konkrete Beispiele für den Grundstein, den wir hier noch im laufenden Haushaltsjahr legen. Wir wollen die Jugendpolitik neu aufleben lassen. Wir wollen dafür sorgen, dass allen Jugendlichen in ihrer Orientierungsphase die Tür für einen Freiwilligendienst offen steht.
Teilzeitoption, Digitalisierung, Taschengelderhöhung, mehr Stellen, all das haben wir uns vorgenommen. Sehr geehrte KollegInnen, dieser Haushalt legt einen guten Grundstein für unsere Vorhaben. Aber klar wird auch, wir fangen gerade erst an. Und meinen letzten Satz möchte ich an die Jugendlichen hier auf den Tribünen richten. Schön, dass ihr uns zuguckt. Bitte bleibt laut, frech und engagiert. Wir stehen an eurer Seite. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Daniel Baldi das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als ich 2011 mit meinem besten Kumpel Lars in die SPD eingetreten bin, führte uns einer unserer ersten Wege zu den Jusos Mainz-Bienen. Durch die Hartnäckigkeit meines ersten Juso-Vorsitzenden Rufen blieb ich dabei und würde ohne seine Arbeit heute vielleicht auch gar nicht hier stehen. Warum blieb ich dort? Nun, weil die Jugendorganisationen der demokratischen Parteien mehr sind als Plakatklebetruppen. Sie sind eine essentielle Naht zwischen jungen Menschen und Parteien. Dort wird diskutiert, dort wird gestritten, dort lernen sich junge Menschen aus der ganzen Republik und manchmal sogar aus der ganzen Welt kennen. Kurzum, es sind Orte der Bildungsarbeit und der Beteiligung. Und insbesondere in Zeiten, in denen das Vertrauen und Zutrauen junger Menschen in Parteien permanent schwindet, brauchen wir die Jugendorganisationen und ihre wichtige Arbeit. Und es macht mich daher unendlich stolz, einem Bundeshaushalt zustimmen zu dürfen, der diese Aufgabe und Verantwortung erkennt und die Jugendorganisation mit 4,2 Millionen Euro unterstützt. Denn auch das ist eine Frage des Respekts. Nicht nur zu sagen, toll, was ihr da macht, sondern auch zu sagen, wir unterstützen euch bei dem, was ihr da macht. Und weil ein Haushalt mit seinen vielen Zahlen immer wahnsinnig anonym wirkt, möchte ich es ganz konkret machen. Diese 4,2 Millionen Euro helfen unter anderem Noah und Alina, den aktuellen Juso-Vorsitzenden in Mainz-Bingen, weiterhin andere junge Menschen für Politik zu begeistern. Und ich danke Ihnen und all den anderen jungen Menschen, die in ihrer Freizeit andere für Politik begeistern, für die Arbeit, die sie tagtäglich leisten. Die Stärkung von Demokratie ist aber nicht die alleinige Aufgabe von Parteien. Und so steckt hinter dem Titel Ausgaben zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie ein breit gefächerter Strauß an Maßnahmen, Projekten und Programmen, die durch die Zivilgesellschaft getragen werden. Allen voran natürlich das Programm Demokratie leben. Mit mehr als 500 Projekten in ganz Deutschland, 16 Landesdemokratiezentren, 320 lokalen Partnerschaften für Demokratie und 150 Modellprojekten. Und weil ein Haushalt, ich habe es eben schon erwähnt, nie eine seelenlose Zahlensammlung sein sollte, möchte ich Ihnen eines dieser geförderten Modellprojekte vorstellen. Vielleicht hilft das auch dazu, bei einigen hier die Akzeptanz für dieses Programm doch noch etwas zu erhöhen. Das Projekt Wertraum des Vereins Wertzeug in Mainz entwickelt Maßnahmen für Inhaftierte und Menschen in der Bewährungshilfe, um Radikalisierung im Bereich des politischen und religiösen Extremismus zu verhindern. Nun mag der Zuschuss von 250.000 Euro im Jahr 2022 an Wertzeug im Vergleich zum Gesamtvolumen des Programms Demokratie leben recht gering wirken. Aber auch mit dieser Summe sorgen wir dafür, dass inhaftierten Menschen in Rheinland-Pfalz eine Perspektive aufgezeigt werden kann, die jenseits von Hass und Gewalt liegt. Und wenn Sie, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, auf der Programm-Homepage recherchieren, dann werden Sie feststellen, Demokratie leben leistet auch in Ihren Wahlkreisen verdammt wichtige Arbeit, für die wir alle dankbar sein können. Aber auch an anderer Stelle wird wichtige Arbeit geleistet. Die Respektcoaches setzen sich bundesweit an Schulen für demokratische Werte ein. Unterschiedliche Meinungen akzeptieren, Positionen beziehen, argumentieren, wie es auf der Homepage heißt. Dinge, die wir hier in diesem Parlament, aber auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens tagtäglich tun und bei denen es gut und richtig ist, sie früh zu erlernen. Als Lehrer weiß ich, wie schwierig es manchmal ist, Veranstaltungen und Projekttage neben dem regulären Unterricht zu organisieren. Denn die nötige Vorbereitung droht zwischen Klassenarbeiten, mündlichen Noten und dem Abarbeiten des Lehrplans oftmals auf der Strecke zu bleiben. Deshalb braucht es auch außerschulische Angebote und Unterstützung.
Und es war deshalb absolut richtig, die Haushaltsmittel im parlamentarischen Verfahren noch einmal um 15 Millionen Euro zu erhöhen. Im Ergebnis werden die Respektcoaches jetzt mit 36 Millionen Euro gefördert. Und ich möchte unserer Haushälterin Elisabeth Kaiser natürlich auch ausdrücklich danken für ihren Einsatz für dieses Projekt. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Prävention gegen jede Form von Extremismus, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kann der erste Schritt sein, selbst aktiv zu werden. Selbst aktiv zu werden bei Themen wie Toleranz, Vielfalt, Respekt und Demokratie. Und wer weiß, wie viele junge Menschen durch die Respektcoaches ihren Weg zu einer Jugendorganisation finden und in einigen Jahren vielleicht sogar selbst hier den Weg in den Deutschen Bundestag. Ich würde es mir wünschen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort an Astrid Timmermann-Fechter für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Einzelplan 17 aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist mit seinen 12,6 Milliarden Euro im Verhältnis zu anderen Einzelplänen ein ziemlich kleiner, aber gemessen an seiner Bedeutung ein außerordentlicher großer Posten im Bundeshaushalt. Er macht nur 2,5% des Gesamthaushalts aus, betrifft aber 100% der deutschen Bevölkerung. Etwa 50% sind Frauen, 49% sind Männer, davon sind 22% Senioren und rund 10% sind Jugendliche. Aber jeder Einzelne von uns ist eine Familie. Man kann also sagen, unser Haushalt geht jeden etwas an. Da verwundert es umso mehr, dass die Gruppe der Seniorinnen und Senioren, immerhin ein Fünftel der Gesamtbevölkerung und sogar namentlich im Titel erwähnt, im Haushalt der Ampelregierung so stiefmütterlich behandelt wird. Immerhin handelt es sich in Teilen auch um die Generation, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut und zu Wohlstand gebracht hat, denen wir also alle viel zu verdanken haben. Da verwundert es auch, dass die Regierung die Haushaltsmittel für die Arbeit der Seniorenpolitik in 2022 auf dem Niveau von 2021 einfach nur fortschreibt. Es werden natürlich seniorenpolitische Projekte finanziert, zum Beispiel um demografische Veränderungen und das Lebensumfeld gemeinsam zu gestalten und Mitwirkung auf lokaler Ebene zu stärken. Es stehen auch Haushaltsmittel zur Verfügung, um gute Rahmenbedingungen für die Familienpflege zu schaffen und die Teilhabe älterer Menschen zu ermöglichen. Was in diesem Haushalt jedoch nur am Rande behandelt wird, ist ein großes gesellschaftliches Thema der letzten Jahre, wenn nicht sogar das größte gesellschaftliche Thema der letzten Jahre, weil es durch Corona noch an Relevanz gewonnen hat. Es geht um das Thema Einsamkeit. Deren Auswirkungen und der Umgang mit ihr bestimmten in den letzten Jahren zu Recht die öffentliche Diskussion. Viele Menschen leiden unter Einsamkeit oder sozialer Isolation mit weitreichenden Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Gesundheitswesen. Die gesundheitlichen Folgen umfassen neben psychischen Folgen wie zum Beispiel Stress, Angsterkrankung, Depression oder Demenz auch physische Folgen, wie zum Beispiel eine höhere Anfälligkeit für Infektionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Fehlernährung. Vereinsamung macht also krank. Einsamkeit betrifft alle Generationen. Besonders stark betroffen sind jedoch die jungen Erwachsenen und die hochaltrigen Seniorinnen und Senioren. Eine erfolgreiche Strategie gegen Einsamkeit muss deshalb darin bestehen, Menschen bis ins hohe Alter dabei zu unterstützen, selbstbestimmt zu leben und an der Gesellschaft teilzuhaben. Wir müssen die Forschung intensivieren, Programme auflegen und neue Konzepte für eine aktive Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben entwickeln. Wir als Union sehen, welche weitreichenden Folgen Einsamkeit haben kann. Wir haben diesbezüglich ein Positionspapier entwickelt mit dem Titel Gemeinsam gegen Einsamkeit für eine nationale Strategie und dort Maßnahmen festgehalten. Es gibt also auch in Bezug auf das Thema Einsamkeit noch viel zu tun.
Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt auf die Einsamkeitsstrategie, die Anfang des Jahres von der ehemaligen Ministerin Anne Spiegel angekündigt wurde. Das Kompetenznetzwerk Einsamkeit hat ja seine Arbeit im Februar aufgenommen und hilft Ihnen sicherlich dabei, eine Strategie zu entwickeln. Ganz entscheidend ist dabei aber eine auskömmliche Finanzierung, um Einsamkeit zu vermeiden. Und diese Finanzierung spiegelt sich leider in Ihrem aktuellen Haushalt noch nicht wider. Herzlichen Dank. Ulrike Bahr spricht jetzt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft, und darum gehören sie immer ins Zentrum unserer Politik. Seit mehr als 2 Jahren sind wir nun im Krisenmodus und haben sie nicht immer genug berücksichtigt. Das sage ich durchaus selbstkritisch. Der Kollege Spahn hat zu Beginn der Pandemie einmal gesagt, wir würden uns später viel verzeihen müssen. Die Frage ist, ob unsere Kinder uns verzeihen können. Die gesperrten Spielplätze, die geschlossenen Schulen und Kitas, während Büros und Geschäfte zunächst offen blieben. Dieser Umgang mit der Pandemie hat für Kinder und Jugendliche Folgen, die wir gerade erst beginnen aufzuarbeiten. Wissenschaftliche Studien unterstreichen dies. Ich nenne hier exemplarisch die COPSI-Studie zur psychischen Gesundheit in der Pandemie am Hamburger Universitätsklinikum und die KIDSCO-Erhebung zum Kinderschutz des Deutschen Jugendinstituts in München. Fast jedes dritte Kind leidet nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche aus armen Familien. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine neue Fluchtbewegung ausgelöst. Im letzten Vierteljahr sind etwa 800.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, vorwiegend Frauen, Kinder und Jugendliche. Viele Geflüchtete zeigen großes Interesse an Integrationskursen, beruflicher Orientierung und wollen in Schulen und Kitas ankommen. Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass wir in den Verhandlungen zum Haushalt 2022 Geld dahin geben konnten, wo es zur Krisenbearbeitung gebraucht wird. So erhalten die Jugendverbände 3 Millionen Euro zusätzlich, um die Folgen der Pandemie etwas abzufedern und wieder Kinder und Jugendliche für Jugendarbeit zu begeistern. Denn die Zyklen sind kurz. Wer mit 16 Jahren nicht die Gelegenheit hatte, in der Mädchengruppe, im Alpenverein oder im Naturschutz im Engagement und Verantwortung hineinzuwachsen, wird das mit 18 nicht einfach nachholen. Großartig, dass sich so viele Jugendverbände diesen Anstrengungen stellen, und gut, dass es dafür finanzielle Unterstützung gibt. Und gut ist es auch, die Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für geflüchtete junge Menschen zu stärken. Die Jugendmigrationsdienste leisten da seit vielen Jahren vorbildliche Arbeit. Aber zur Wahrheit gehört auch, sie sind seit langem am Limit und völlig unterfinanziert. Während der Finanzkrise kamen viele junge SüdeuropäerInnen nach Deutschland und brauchten ihre Unterstützung. Später waren es syrische, irakische und afghanische Geflüchtete, inzwischen junge Menschen aus der Ukraine. Jetzt kann ein Aufwuchs von 8 Millionen Euro wenigstens die Spitzen abfedern. Kaum ein Bereich der Jugendsozialarbeit bringt so schnelle und greifbare Ergebnisse wie die Arbeit des Migrationsdienstes. Sie betreuen zum großen Teil hochmotivierte und engagierte junge Menschen, die Unterstützung brauchen, um sich hier gut zurechtzufinden. Jeder Euro ist hier gut angelegt. Kinder und Jugendliche brauchen Förderung und Bildung, Gemeinschaft und Vorbilder, damit sie sich für Demokratie und Gesellschaft begeistern können. All das bietet zum Beispiel das genannte Programm Respect Coaches. In diesem Projekt bearbeiten sozialpädagogische Fachkräfte mit SchülerInnen an mehr als 400 Schulen Themen wie Respekt, soziale Ungleichheit, Religion, Demokratieverständnis oder auch aktuell zum Ukraine-Krieg. Ich bin sehr erleichtert, dass die zusätzlichen 15 Millionen Euro, die der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zugesagt hatte, jetzt auch 2022 wieder zur Verfügung stehen. Darum vielen Dank an unsere HaushälterInnen für diese guten Nachrichten. Aber auch für den Haushalt 2023 gilt,
Kinder und Jugendliche dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Denn was wir an ihnen versäumen, kann kaum wieder nachgeholt werden. Vielen Dank. Dorothee Bär bekommt jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Haushaltsentwurf für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend tun Sie so, als ob das wirklich der ganz, ganz große Wurf wäre, nicht nur wegen der 12,6 Milliarden, sondern angeblich auch wegen der Inhalte. Jetzt mag 12,6 Milliarden erstmal nach einer guten Nachricht klingen, aber wenn man bedenkt, dass der größte Anteil im Einzelplan 17, nämlich schon 86% für fixe gesetzliche Leistungen vorgesehen ist, dann ist nicht mehr viel Spielraum. Und der Spielraum, der da ist, den nutzen Sie eben leider nicht. Es ist auch darin, dass die angekündigten Verbesserungen, die es angeblich gibt, gar nicht bei Familien ankommen. Das heißt, die Familienpolitik der Ampel existiert quasi nicht. Und das hat man heute auch bei allen Reden dieser Ampelkoalition auch gemerkt. Und dass in dieser Koalition viel im Argen liegt, hat man ja auch in den Reden gemerkt. Frau Raffelhüschen hat vielleicht, wenn auch unabsichtlich, gleich mal die Grünen gebasht. Das haben sie uns an ihrer Seite. Frau Fester zerlegt den Bundeskanzler. Respekt. Also muss man auch sagen, so von wegen Fortschrittskoalition und es läuft, ist nicht viel übrig. Und das finde ich schon beeindruckend, weil es geht hier einfach um Menschen. Es geht um Familien, es geht um Jugend, es geht um Frauen, es geht um Senioren. Und sie zerstreiten sich nur. Und das ist wirklich nicht angemessen für unser Land und für alle, für die sie zuständig sind. Sie machen sich in dem Einzelplan auch nicht mal die Mühe zu differenzieren, zu schauen, wo sind unterschiedliche Dringlichkeiten, wo sind unterschiedliche Bedarfe, sondern es ist auf der einen Seite viel Gießkannenprinzip, auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, Hauptsache die vermeintlich eigene Klientel zu bedienen, Geld auszuschütten über jeweilige Zielgruppen ohne Plan, ohne Ziel und das gleichzeitig bei einer Aufnahme von 9 Milliarden Schulden. Und auch das ist etwas, was eigentlich in den letzten Jahren schon mal mehr geeint war, zu sagen, dass auf Schuldenbergen Kinder nicht spielen können, so wie es gerade die Ausschussvorsitzende gesagt hat, wie sehr ihr Kinder am Herzen liegen. Da muss man sagen, da kann doch die Ampel nicht so viel Schulden aufräumen, dass keiner mehr später die Luft zum Atmen hat. Regieren, und ich frage mich manchmal, also Sie wollten unbedingt regieren und jetzt, wo Sie es tun, tun Sie es nicht. Regieren ist ein Versprechen, die Zukunft besser zu gestalten als die Gegenwart. Sie aber falsch einzuschätzen, wirft direkt noch mal Fragen auf, auch Ihre eigene Zukunftskompetenz betreffend. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie tun es, weil Sie es nicht besser wissen, oder mangels Kompetenz. Oder eben, weil es im Grunde egal ist, Hauptsache ideologisch passfähig. Und ich möchte schon noch mal ein paar Worte auch verlieren zum Demokratiefördergesetz, was heuer noch beschlossen werden soll. Abgesehen davon, dass es den großen Block der gesetzlichen Leistungen noch mal weiter anwachsen lässt, ist es eben auch haushalterisch ein Fass ohne Boden. Und jetzt, man höre und staune, und ich will jetzt gar nicht, völlig richtig, da sind wir uns ja einig, dass wir auf jeden Fall entschieden was gegen Rechtsextremismus tun müssen, völlig klar. Aber dass der Islamismus als demokratiegefährdende Form gar nicht auftaucht, obwohl es rund 550 islamistische Gefährder gibt, dicke Verfassungsschutzberichte, ist eben auch für uns so, dass der Islamismus eine reale Gefahr ist für unsere offene, liberale Gesellschaft in Deutschland. Und da würde ich Sie einfach auch mal bitten, besser hinzuschauen an dieser Stelle. Besser zu lesen. Wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie vielleicht der eigenen Ampel, wobei, wie gesagt, die Kommunikation unter den Ampelfraktionen scheint ja auch nicht so da zu sein. Wenn ich mal die FDP anschaue, muss man nur, die Ministerin hat auch die FAZ zitiert, ich darf auch Frau Präsidentin die FAZ zitieren, gestern getitelt, gegen Antidemokraten zu sein reicht nicht. Das sagen nicht nur wir, das sagt die FDP-Innenpolitikerin Linda Teuteberg. Sie hat Zweifel, ob das Demokratiefördergesetz die Richtigen stärkt. Also vielleicht fragen Sie mal in der eigenen Ampel nach, ob das alles so richtig ist, was Sie hier vorschlagen an dieser Stelle. Und dafür wollen Sie im neuen Haushaltsplan die Mittel auf satte 184 Millionen anheben, obwohl im Haushaltsjahr 21 nur 116 Millionen für das Vorläuferprogramm auch abgerufen wurden. Und deswegen sind wir so strikt gegen eine Verstetigung, weil es eine vage und eine umstrittene Sache ist. Und die Frage ist, wo es uns dann eben haushalterisch an anderer Stelle auch einschränkt. Die Wunschliste aus dem Koalitionsvertrag kennen wir, sie ist lang. Davon sehen wir bislang sehr wenig abgebildet. Stichwort Zeitenwende, was ja auch so oft bemüht wird, auch Fehlanzeige.
Wir orientieren uns an den konkreten Bedarfen für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Seniorinnen und Senioren in diesem Land, für die Frauen. Deswegen haben wir uns unter anderem auch für ein neues Kinderbetreuungsausbauprogramm stark gemacht. Die Sprachkitas wurden schon angesprochen. Alles ganz konkrete Punkte, die Sie ganz leicht umsetzen können, wenn Sie unseren Änderungsanträgen zustimmen. Damit würden Sie wirklich die Familien in unserem Lande stärken mit wenigen geschickten Ansatzveränderungen. Ich wollte nur wissen, ob Sie die Frage von Herrn Hünl zulassen wollen. Herr Hünl hat ja schon Redezeit gehabt. Nein, das werde ich jetzt an der Stelle nicht tun. Die Familie ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, die Mitte, auch wo Deutschland sein Gesicht der Menschlichkeit zeigen kann. Deswegen nehmen Sie bitte noch mal eine Neubewertung vor, auch eine Neubewertung des Koalitionsvertrags, weil alle Rednerinnen und Redner ja auch gesagt haben, dass sich die Welt verändert hat. Der Koalitionsvertrag ist aus dem letzten Jahr, bildet die Realität nicht mehr ab. Stimmen Sie unseren Anträgen zu, dann tun Sie was für die Familien. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat Leni Brehmeier das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns viel vorgenommen für den Bereich Familien, Frauen, Jugend, Seniorinnen und Senioren im Koalitionsvertrag. Und uns Ampel, Familienpolitikerinnen und Politiker und die ganze Ampel eint weitgehend die Vorstellung einer chancengerechten und diskriminierungsfreien Gesellschaft. Und dazu gehört auch tüchtig was zu tun zum Stärkung der Demokratie. Ich habe mal nachgeguckt, während hier die Debatte lief. Wir haben seit 2016 22 tote Menschen, Opfer durch Rechtsextremismus. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben es bitter nötig, hier was zu tun. Und darum ist es gut, dass wir da was machen. Und wir müssen auch diesen demokratieverächtlichen und den Institutionen und Repräsentantinnen und Repräsentanten Ungutes Wünschenden, zum Beispiel in Quasselgruppen der AfD, dem muss man auch gesellschaftlich was entgegensetzen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und das machen wir, indem wir Demokratie stärken. Und es ist jetzt schon einiges auch gesagt worden. Ich wollte nur noch hinweisen darauf, der Islamismus, Frau Kollegin Beer, ist selbstverständlich auch in diesem Haushalt berücksichtigt. Auch da muss man was tun. Das Problem ist durchaus auf dem Zettel. Jetzt noch mal zum Haushalt als solchen. Wir haben jetzt noch recht wenig gehört zum Thema Frauen und Gleichstellung. Da dachte ich, das mache ich jetzt mal, weil wenn wir um Frauen reden, da geht es natürlich nicht nur alleine um Karrierefrauen, sondern wir haben Mütter, wir sind Arbeitskolleginnen, wir sind Ehefrauen, Partnerinnen, Nachbarinnen, was auch immer, was uns alle eint ist, wir sind diskriminiert. Und deshalb ist es gut, dass wir den Deutschen Frauenrat stärken in diesem Haushalt. Es ist gut, dass die Gleichstellungsstiftung finanziell verstetigt ist. Die hat hier vor 3 Tagen ersten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an die, die da was aufbauen. Wir freuen uns, dass das UN Women, das war ja auch Ihre Forderungen, tatsächlich mehr Geld kriegt in diesem Jahr. Also das ist alles wunderbar. Und darüber hinaus sind wir Familienpolitikerinnen und Familienpolitiker immer auch total nett zu den anderen Arbeitsgruppen und Ausschüssen, weil wir immer auch so viel brauchen von euch. Ich freue mich zum Beispiel darüber, dass die Bundespolizei beim Zoll über eine 4-stellige Summe mehr an Personal bekommt. Das ist auch gut in unserem Bereich, wenn es um die Frage Zwangsprostitution geht. Wir freuen uns darüber, dass wir künftig BAföG haben bis 45 Jahre, weil dann auch krumme Lebensläufe von Frauen, Kind und so weiter eben auch Berücksichtigung finden. Das Elterngeld geht hoch um fast 270 Millionen Euro. Und manches kostet einfach auch gar nichts, zum Beispiel, wenn wir den Paragraph 219a streichen. Aber Kolleginnen und Kollegen, nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Wir machen jetzt den 22er Haushalt und haben den 23er, 24er, 25er tatsächlich im Blick. Es geht natürlich um diese Riesenprojekte, die wir uns vorgenommen haben. Schutz vor Gewalt, Kindergrundsicherung muss gut vorbereitet sein. Das gute Kita-Gesetz wollen wir weiterführen. Das gehört da schon dazu. Und ich finde die Ampelkoalition toll. Und ich finde es aber auch toll, dass wir nicht über alles
alles den Harmoniepuderzucker drüber streuen. Und deshalb möchte ich der Kollegin Raffelhüschen an der Stelle auch sagen, lassen Sie uns doch bitte nicht die Kinder gegen die Alten ausspielen. Das sollten wir nicht machen. Das hätte ich irgendwie ganz, ganz gut finden. Lassen Sie uns die Projekte angehen, die wir uns vorgenommen haben. Wir machen jetzt den 22er Haushalt fertig, haben den 23er im Blick. Ich bedanke mich bei allen Haushälterinnen und Haushältern, bei unserer Kollegin Elisabeth Kaiser, bei den Haushälterinnen der anderen Ampelfraktion sehr für ihre Arbeit. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ich freue mich auf ein gutes Arbeiten im Familienausschuss für die Familien in diesem Land. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 17 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Ausschussfassung. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 2037. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Was macht denn die AfD? Enthaltung? Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Zugestimmt haben die CDU-CSU-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Dagegen haben gestimmt SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Und die AfD hat sich enthalten, jedenfalls die meisten. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan 17 in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Herzlichen Dank. Damit ist der Einzelplan angenommen. Bei Zustimmung durch die Koalition. Die Opposition hat geschlossen dagegen gestimmt. Damit rufe